So Leute, wie angekündigt gibt es heute den ersten Teil einer neuen Videoreihe und ich bin extrem gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich bin extrem gespannt auf euer Feedback und wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, damit ich so eine kleine Rückmeldung habe. Und ja, das Ganze war relativ aufwendig, ja, allein das Video drehen, 48 Stunden waren wir unterwegs und deshalb möchte ich euch einmal an dieser Stelle hier den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und zwar wurde ich dabei unterstützt von State of Survival. Wer mich kennt, der weiß, ich stehe extrem auf diese ganzen Weltuntergangsszenarien, Zombie, Serien, Filme, Games und so weiter und so fort. Und State of Survival ist ein kostenloses, strategisches Zombie-Survival-Game für dein iOS- oder Android-Gerät. In State of Survival schlüpft ihr in die Rolle eines Überlebenden einer Katastrophe. Die Welt steht im Abgrund und wird von Untoten kontrolliert und eure Aufgabe ist es, euer Zuhause wieder neu aufzubauen, die Feinde von Gigacorp zu besiegen und die Menschheit vor der Dunkelheit zu retten. In der Apokalypse ist es extrem wichtig, immer auf alles vorbereitet zu sein. Deswegen rekrutiere neue Leute und bilde Soldaten aus, um deine Basis zu verteidigen und die Zombies zu bekämpfen. Ziehe Mauern um dein Lager, um deine Truppen zu schützen, sammle Ressourcen und fang an, die Zivilisation neu aufzubauen. Im Explorer Trail kannst du mit deinen Helden deine Umgebung erkunden und kämpfst gegen riesige Horden Zombies. Dabei hat jeder dieser Helden natürlich seine eigene Story, eigene Fähigkeiten und eigene Waffen, die du dir zunutze machen kannst. Im Spiel selbst gibt es immer wieder neue themenbasierte Events. Ja? Aktuell zum Beispiel bis Januar läuft ein Event zusammen mit Warner Brothers, in dem ihr DCs Bösewicht, den Joker, freischalten könnt mit neuen Waffen, Fähigkeiten und einer ganz neuen Story dazu. Ist auf jeden Fall ganz cool und bringt immer so ein bisschen Abwechslung und was Neues ins Spiel. Wenn du dir State of Survival über meinen Link runterlädst, supportest du damit auf jeden Fall mich, meinen Kanal und kommende Projekte wie dieses hier. Und es gibt auch noch einen kleinen Code und zwar ABuddySOS, mit dem erhaltet ihr ein Ingame-Starter-Paket. Das Ganze ist limitiert, das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Außerdem hat jeder Teilnehmer noch die Chance, einen von 10 50 Euro Amazon Geschenkgutschein zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach das Spiel runterladen über meinen Link, müsst bis Level 6 zocken und damit nehmt ihr dann automatisch am Gewinnspiel teil. So Leute, in dem Sinne auch nochmal vielen Dank an euch da draußen für den ganzen Support. Ich bin super gespannt, was ihr zu dem kleinen Videoprojekt hier sagt. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an State of Survival für die Unterstützung. In dem Sinne würde ich sagen, auf geht's, viel Spaß mit dem Video. Eine Woche ist es nun her, dass der internationale Notstand ausgerufen wurde. Was für den plötzlichen Stromausfall verantwortlich war, ist bisher noch unklar. Nach derzeitigem Stand gibt es keine weiteren Informationen seitens Regierung. Da der Flugverkehr mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen ist, muss der Krisenstab sein Treffen vorerst auf unbestimmte Zeit verschieben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschließt aufgrund des großen Andrangs und der steigenden Kriminalitätsrate, die Essensausgabestellen vorerst zu schließen und rät dazu, die Häuser nur im absoluten Notfall zu verlassen. Bitte unterlassen Sie eigenständige Beschaffungsversuche und lassen Sie die Einsatzkräfte ihren Aufgaben nachgehen. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir sind ein bisschen anders unterwegs heute. Ich bin zusammen unterwegs mit Paul und die nächsten 48 Stunden werden wir ein kleines Selbstexperiment wagen. Wir stellen uns einfach mal vor, wir sind schon ein paar Jahre unterwegs in diesem Szenario. Deswegen ist mir auch schon so ein prächtiger Bart gewachsen. Die Challenge dabei ist heute einfach zu sagen, wir haben Sachen dabei, die in so einem Szenario realistisch wären. Keine Taschenlampen oder Geräte mit Akkus und so weiter und so fort, keine Uhren. Und das heißt auch natürlich keine Kommunikation nach außen, weil es gibt keine Möglichkeit mehr der Kommunikation. Das heißt, wir werden gleich unsere Handys ausschalten und dann geht's los. Also Leute, ihr seht schon,
relativ alter und kleiner Rucksack heute am Start. 20 Liter müssten das sein. So an mir trage ich eigentlich nichts Besonderes, außer an der Seite habe ich einmal ein Messer mit Feuerstahl. Im Rucksack ganz oben seht ihr schon eine Isomatte. Und das ist, wie gesagt, dieses Mal wirklich eine ganz, ganz einfache, standardmäßige Isomatte. Weil, wie gesagt, wenn die Welt untergehen würde, dann hätte man jetzt wahrscheinlich auch keine aufblasbare Isomatte mehr oder so. Wir haben selbstverständlich ein bisschen was an Trinken und Essen, ja, Konserven mit dabei. Vermutlich wären das ja auch die einzigen Nahrungsmittel, die man irgendwo noch finden würde, beziehungsweise die in der Zeit jetzt nicht schlecht geworden wären. Ganz einfaches Kochset hier, Topf und Deckel. Schlafsack, relativ kleines Packmaß, ist nicht der dickste. Nachts, ja, soll es ungefähr an die 0 Grad kratzen auf jeden Fall. Deswegen bin ich mal sehr gespannt mit der Isomatte und dem Schlafsack. Eine kleine Plane und ein Poncho. Thema Licht ist natürlich auch so eine Sache. Wie gesagt, es gibt keinen Strom. Das heißt, wir haben hier einfach nur ganz, ganz kleine Funzeln, die mit Batterie betrieben werden. Ihr werdet später sehen, wie wenig die bringen. Das heißt, nachts sind wir quasi blind. Und hier an der Seite habe ich nochmal eine kleine Trinkflasche. Das einzige Elektronische, was mit dabei ist, ist selbstverständlich die Kamera, um das Ganze zu filmen, und die Drohne hier. Das heißt, Handy wird jetzt ausgeschaltet und einmal ausschalten. Das heißt, ab jetzt kein Handy, und ich glaube, das wird zumindest für mich ein sehr interessantes Experiment, weil ich, seitdem ich mir mit 18 mein erstes Smartphone gekauft habe, glaube ich, kein Mal das Handy überhaupt einen Tag mal aus der Hand gelegt habe. Paul hat gerade schon probiert, wirklich auf die Uhr zu gucken. Du hast gerade wirklich probiert, jetzt schon auf die Uhr zu gucken. Ich habe ja auch hier immer so ein weißes, da sieht man, da ist man immer wirklich eine Uhr dran. Immer. Krass. Egal, gefühlt beim Schlafen auch. Ich wollte wirklich gerade gucken, wann es dunkel wird, damit wir einen Schlafplatz suchen jetzt. Es ist ziemlich diesig bedeckt heute, das heißt, an der Sonne können wir uns auch nicht irgendwie orientieren oder abschätzen, wie lange es vielleicht noch hell ist. Es wird relativ früh dunkel. Die Nacht wird sehr, sehr lang sein. Wir haben wenig Licht. Wenn die Batterien leer sind, sind sie leer. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf Unterschlupf und Schutz um uns herum natürlich angewiesen. Und das ist jetzt Punkt Nummer 1. Das heißt, wir machen uns auf den Weg und schauen mal, ob wir irgendwo einen sicheren Spot für zumindest heute Abend finden. Das heißt, es ist natürlich Ausschau halten. Wie gesagt, wir haben eine ganz grobe Richtung. Hier liegt auf jeden Fall schon mal eine alte Flasche. Keine Ahnung, wie die hier mitten in den Wald reinkommt. Eventuell ein Hinweis auf Zivilisation. Oder vielleicht hat hier auch einfach mal nur jemand gecampt an der Stelle, gelagert. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall an erster Stelle Ausschau halten, aufmerksam sein. Oh, wir haben das erste Hindernis. Hier ist ein Bach. Da ist ein umgestürzter Baum. Eventuell könnte man darüber. Hier liegen überall Flaschen, ne? Ja. Haben wir gesehen? Ja. Überall sowieso, auch hier, ne? Da. Da, überall Zeug. Hier irgendein altes Metallrohr oder sowas. Auch hier nochmal ein altes Wegglas. Alter, ist das heftig. Du hörst plötzlich gar nichts mehr. Wir sind quasi weg. Stimmt. Untergetaucht. Wir stehen jetzt hier vor so einer riesigen Freifläche. Die zu überqueren könnte natürlich in so einer Situation gefährlich sein. Aber ich würde sagen, wir gehen hier so ein bisschen durchs Geäst, durch die Bäume, auf die andere Seite. Hier führt auch so ein Wildpfad lang. Das sind so kleine Hügel, ne? Also es sieht aus wie angelegt. Ja. Das ist nicht natürlich. Ja, es könnte sein.
Paul hat es gerade schon schön gesagt. Man merkt ehrlich, wie schnell man plötzlich in so eine andere Welt eintaucht und seine Sinne auch mal wieder anders benutzt. Ja? Wenn man hier jetzt wirklich mal aufmerksam ist und guckt, sieht man was durch die Bäume blitzen, irgendwas, was auf Gebäude hindeuten könnte oder sowas, was man sonst eher nicht macht, weil man immer irgendwie Google Maps hat und guckt, ah, okay, jetzt müssen wir ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und plötzlich, ja, kommt man wieder so ein bisschen in den Genuss, seine Sinne mal so ein bisschen einzusetzen. Scheint auf jeden Fall richtig gewesen sein, die richtige gewesen zu sein, die richtige Richtung. Denn die ersten Mauer und Gebäudereste tun sich hier auf. Wir kommen der Sache näher. Magst du mal bitte ganz kurz sagen, was du gerade gemacht hast? Was du gerade aus deiner Hosentasche geholt hast? Nee, das mag ich nicht sagen. Du wolltest gerade aufs Handy gucken. Also nee, so, du hast es aus Reflex rausgenommen? Ich habe wirklich so gemacht und habe auch hier drauf getippt, weil dann meistens der Bildschirm angeht. Aber tut er nicht. Ging er nicht und dann fiel mir ein, dass wir hier irgendwie gar kein Handy mehr anhaben. Das ist ganz, ganz krank. Es ist wirklich schon eine Art los. Zwangsneurose, dass man es doch in der Hand nehmen wollte. Das ist ein altes Freibad. Freibad altes hier. Schwimmbad hier, ja. Da stehen noch Preise drauf. Auf Russisch alles geschrieben. Ja, und hier sind noch Tafeln. 2,55. Ein komplett zugewuchertes Schwimmbecken. Steinalt. Inklusive Sprungturm. Und inklusive Wasser. Jetzt mal hier diese verlassenen Lagerhallen anschauen. Das ist irgendwie so ein Industriekomplex auf dem Gelände hier. Und gucken, ob wir da irgendwie eine ruhige Ecke finden, wo man sich eventuell die Nacht hinlegen kann. Und morgen sehen wir da mal weiter. Hallo? Ist halt so sehr. Die ist riesig, die Halle, und man sieht nicht, wo man da weitergeht. Ist alles duster. Da geht irgendwie eine Treppe hoch. Es sind halt wirklich Stöcke hingestellt, als hätte jemand, ne? Aber sie sind noch nass, ne? Ja. Was auch wieder dafür spricht, dass sie noch nicht so lange da stehen können. Zunder und Brennholz liegen. Nein! Guck
Ja, ja. Ist nicht dein Ernst. Ja, hallo, ist hier jemand drin? Wir haben uns jetzt entschlossen, wir bleiben hier. Wir haben den Kasten noch als Sitzmöglichkeit von unten geholt. Unsere Rucksäcke stehen hier. Hier haben wir Möglichkeit, falls irgendwas sein sollte, rauszukommen auf der Rückseite. Hier oben, ja, werden wir uns irgendwie hinlegen. Das Verrückte ist halt, wir haben uns hier gerade mal so ein bisschen umgesehen, das mit dem Zunder hier. Hier liegt Zunder und fertig geschlagenes Brennholz. Und da drunten, da unten, wird's gleich super strange. Wir haben die Tür hier wieder so zugemacht, wie sie vermutlich auch mal zu war. Denn hier standen zwei große Äste. Ja, die Tür haben wir also vorgestellt, mit den Ästen hier verbarrikadiert. Und hier geht's in die Halle. Und das zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier gefunden haben. Das ist nämlich super, super strange. Hier in der Ecke. Guckt euch das an. Hier in der Ecke liegen haufenweise Kabel, abgezogen. Rucksäcke. Eins. Zwei. Hier hinten noch eine ganze Sporttasche. Alles mit Kabelresten. Ja, das Metall oder Kupfer oder was ist raus. Die haben sie hier alle abgezogen. Das müssen irgendwelche Kabeldiebe gewesen sein. Die hier, ja, die Kabel von ihrem Material getrennt haben. Da sind auch noch richtig dicke drin. Ja, und da oben haben sie vielleicht auch geschlafen. Ist auf jeden Fall echt gruselig. Aber es sieht aus, als wäre das alles schon länger her gewesen. Für uns wird das übrigens, haben wir mal durchgerechnet, die längste Zeit des Tages auch sein. Die in der Dunkelheit. Es sind ungefähr, haben wir ausgerechnet, 14 Stunden Dunkelheit zu der Jahreszeit jetzt, ne? Ja, vor allem wir wissen ja auch nicht genau, wie lange geht die Nacht jetzt noch, wie ja, spät ist es stimmt. gerade. Das kommt noch dazu, dass wir einfach zu keiner Zeit wissen, wie spät es ist. Du wachst vielleicht auf und sonst guckst du dann mal nach, okay, 2-3 Uhr, in 4 Stunden wird es hell. Ja. Jetzt guckst du, also na, jetzt guckst du nicht. Du kannst gar nicht gucken. Du kannst gar nicht gucken jetzt. Du kannst nur vermuten. Ja. Es kann sein, dass du eine halbe Stunde geschlafen hast, aber vielleicht auch 4. Und gleich wird es hell oder es dauert noch Stunden. Die Nacht wird lang und morgen machen wir uns weiter und schauen uns die Umgebung an. Gucken wir, was uns noch so erwartet. So Leute, wir sind im Sack. Man muss sagen, wir hatten definitiv schon bequemere Schlafplätze. Das Allerkomischste an der ganzen Sache jetzt, haben wir gerade drüber geredet, ist, dass wir nicht wissen, wie spät es ist. Das finde ich jetzt schon ein komisches Gefühl. Wir haben schon gesagt, wenn wir einschlafen und aufwachen, dann ist spätestens der Punkt, wo wir komplett lost sind. Ja, jetzt haben wir noch so eine ungefähre Einschätzung. Wir schätzen mal, dass es so 20 Uhr, 8:45 irgendwie sowas sein muss. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man das sogar in den Dateien von der Videodatei auslesen. Wir versuchen auf jeden Fall gleich mal die Augen zuzumachen. Wenn noch was ist, melden wir uns natürlich. Und ansonsten, gute Nacht. Die erste Nacht in der Apokalypse. Geschlafen. Allerdings kann ich euch überhaupt nicht sagen, wie lange gepennt. Wir waren auch ultra lange wach, weil wir irgendwie nicht einpennen konnten. Ja, jetzt sind wir doch letztendlich einmal eingeschlafen. Ich bin gerade aber wach geworden. Und das Gefühl, nicht zu wissen, wie spät es ist, frisst einen irgendwie immer und immer mehr auf. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man
aufwacht, bevor der Wecker klingelt. Ja, der Wecker ist auf 7 Uhr gestellt und ihr wacht um 6.10 Uhr auf. Dann guckt ihr auf die Uhr und seht, 6.10 Uhr, gleich klingelt der Wecker und auf einmal seid ihr wach. Und dann sagt ihr euch so, ja, jetzt brauche ich auch eh nicht mehr pennen. Das Gefühl habe ich gerade, ohne zu wissen, wie spät es ist. Ganz, ganz seltsam. Naja, wir versuchen trotzdem nochmal irgendwie die Augen zuzumachen. Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass das nicht mehr geht bei mir. Over and out. So. Wieder wach. Das, ich weiß nicht, 5. Mal die Nacht oder so. Es müssten wieder ein paar Stunden vergangen sein. Keine Ahnung, wir sind mittlerweile so durcheinander, dass wir glauben, schon die 2. Nacht zu haben. Es ist vielleicht gerade wieder 17 Uhr. Wir haben einfach zu lange geschlafen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es immer noch dunkel ist. Es wird nie wieder hell. Es wird nie wieder hell. Naja, wir werden uns die restliche Zeit irgendwie vertreiben und dann hoffen wir mal, dass es irgendwann wieder hell wird. Und es nicht für immer so bleibt. Komischerweise ist es gefühlt noch dunkler geworden. Naja. Unseren Schlafplatz lassen wir jetzt zurück von letzter Nacht und es geht weiter. Wir sind jetzt ja quasi so in so einer kleinen Vorstadt von dem Gelände angekommen und werden heute weiter bis in die Stadt reinlaufen. Jetzt wieder eine Weile unterwegs und befinden uns hier irgendwie auf so einer
Art altem Sportplatz oder sowas. Da sind noch so alte Geländer. Und hier überall an den Wänden sind so Figuren, alte russische Schriftzeichen. Krass, tatsächlich. Das ist einfach ein alter, komplett zugewachsener Fußballplatz. Hier, wo mal grüner Rasen war, ist jetzt ein halber Wald. Und hier noch das alte Tor. Wir haben auf jeden Fall die Stadt erreicht. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie eine Art Supermarkt ist. Da hinten die gelben Gebäude, das sind Wohnblocks. Da auch noch welche. Sind also jetzt mitten in der Stadt. Es ist original der DayZ-Supermarkt mit der Hintertür sogar. Ja. Ist es wirklich? Ja. Was ist denn mal gewesen hier? Werden auf jeden Fall hier alte Wohnblocks gewesen sein, nehme ich an. Ui. Hier steht sogar noch was drin. Dachboden. Aber alles leer. Kann man sich mal einen kleinen Überblick über das Gelände machen. Da noch Wohnblocks, da, da. Riesig. Was machst du so? Das ist so eine scheiß Mahlzeit. Ja. Die Hundefutter, oder? Also das ist jetzt wirklich mal... Grenzwertig, ne? Das ist jetzt grenzwertig. Das ist einfach mal eine kalte Dose. Einfach so. Boah. Zum Mittag. Mahlzeit. Schön ist das nicht. Mhm. Aber der Hunger treibt's rein. Muss man durch. Kann sich das Essen nicht immer aussuchen in der Apokalypse. Mhm. So, Sachen sind wieder gepackt, wir haben eine Kleinigkeit gegessen und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Wir schätzen, dass es ungefähr so 14 Uhr sein könnte. Wie gesagt, das mit dem Thema Zeit ist immer noch echt so ein Ding. Wenn ich das irgendwie aus den Dateien auslesen kann, blende ich euch hier mal die tatsächliche Zeit ein. Das würde heißen, wir haben noch ungefähr 2,5 Stunden, dann wird es wieder dunkel und dann folgen wieder 14 Stunden Dunkelheit. Wird eine tolle Nacht, es wird wieder super hart, meine Hüfte tut immer noch weh. Alt wie immer.
Aber merkst du irgendwas vom Handyentzug oder so? Nee, Handyentzug gar nicht, muss ich sagen. Der tut mir sogar recht gut. Ich finde es angenehm, mal nicht aufs Handy zu gucken, aber der Uhrentzug ist halt eher nervig. Ja. Man weiß nicht genau, wann man seinen Schlafplatz jetzt aufbauen muss, weil man will den ja im Hellen zumindest noch auffinden und feststellen, ob es der richtige ist oder nicht. Und wir wissen aber nicht, wann es dunkel wird. Und das geht auf einmal so schnell meistens. Gelände ist einfach riesig und hört gefühlt einfach gar nicht auf. Da sind noch irgendwelche Mauern. Da geht's weiter mit den Gebäuden. Noch ein Gebäude. Hier diese komplette Wohnsiedlung. Ich weiß nicht, ob es am Handy liegt oder daran, dass wir jetzt sowieso schon eine Zeit hier sind und deswegen eine ganz andere Wahrnehmung haben. Aber man läuft hier mit einer ganz anderen Wahrnehmung durch. Man ist viel aufmerksamer, konzentrierter, finde ich auch. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass man das Handy einfach nicht die ganze Zeit benutzt, weil ich finde, das nimmt einen so ein bisschen diese ganzen Sinne. Auf jeden Fall laufen wir hier jetzt irgendwie über so einen ehemaligen Trainingsplatz oder irgendwie sowas. Scheint das gewesen zu sein. Hier ist noch irgendwas auf Russisch geschrieben, auf so einer alten Tafel. Und hier, das sieht irgendwie aus wie so ein Trainingsbereich, wo sie vielleicht irgendwie Nahkampf geübt haben, oder? Kann das sein? Weil hier irgendwie dran geübt hat? Ich weiß es nicht. Hier waren mal ganz viele Bänke. Da sieht man noch die Schlitze, wo die Projektoren eventuell durchgestrahlt haben. Und da ist eine große Bühne. Krass, ne? Wenn man sich vorstellt, diese ganzen Holzbänke hier, es ist alles vergammelt über die Jahre. So langsam geht's Richtung Abend, schätzungsweise. Zumindest verschwindet die Sonne immer mehr. Das heißt, wir brauchen einen neuen Schlafplatz für heute Abend, Leute. Wir haben hier nochmal so einen riesigen alten Wohnblock gefunden. Und den werden wir jetzt mal abchecken. Hier liegt überall altes Inventar verstreut. Das sieht mir danach aus, als hätten hier damals vielleicht die Familien der Soldaten gewohnt. Ja, das ist so ein richtiges Wohnviertel. Da ist ein Block, da ist ein Block. Da auch wieder diese Soldatenwohnheime. Über den Dächern dieser verlassenen Geisterstadt. Da hinten der Turm, wo wir auch schon waren. Wahnsinn, ein Riesengelände wirklich. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier oben auf dem Dach und hier werden wir vermutlich die Nacht verbringen. Wir hoffen einfach mal darauf, dass es nicht regnen wird. Ansonsten werde ich später wahrscheinlich noch meinen Poncho
über die Schlafstelle spannen. Hier oben ist man auf jeden Fall geschützt und sehr, sehr sicher. Das ist schon mal gut. Man hat eine gute Übersicht. Ja, man kriegt von allen Seiten so ein bisschen was mit. Und schätzungsweise würde ich sagen, ist es jetzt so gerade 16 Uhr. Das heißt, in einer Stunde ist es stockdunkel. Und dann gehen die 14 Stunden Dunkelheit wieder los. Bis dahin sollte das Ganze stehen. Bis hierhin war ja alles noch relativ witzig. Hihihaha. Aber ach, so langsam hört der Spaß auf. Also ich hatte gerade meinen Tiefpunkt überhaupt, deswegen fühle mich auch jetzt erst wieder. Im Hintergrund ist alles aufgebaut. Paul hatte gerade einen Kampf mit seinem Tarp. Ich habe währenddessen probiert, das Feuer anzukriegen, beziehungsweise den kleinen Hobokocher. Es ging einfach nicht. Keine Ahnung, ob die Rinde zu nass ist oder was auch immer, ob hier zu viel Wind ist. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch blöd ausgewählt, das hier oben zu machen oder machen zu wollen. Ist auch völlig egal. Dazu kam der Hunger, leichte Kopfschmerzen. Die Dose gab es kalt. So ist es nun mal. Nichts ist beständiger als die Lageänderung. Junge, kann ich kurz was sagen? Ja. Du hast 1,6 Kilo Gulasch aus der Dose kalt gegessen heute. Jetzt kommt ja noch das Schönste. 14 Stunden Dunkelheit. Ja. Und das in einer Kälte, die echt jetzt schon reinzieht. Ach, so Leute, wir sind in unseren Unterständen im Sack. Ich schätze mal, es wird irgendwie 20 Uhr sein. Das heißt, 12 Stunden ungefähr, bis es hell wird. Das Ding ist, man hat halt nichts mehr zu tun. Wir haben nicht großartig Licht, das heißt, wir können nicht rumgehen. Beziehungsweise es wäre natürlich auch ein bisschen dämlich, vor allen Dingen in irgendwie einer Survival-Situation, Licht zu machen und hier durch die Stadt zu gehen nachts. Das heißt, wir liegen jetzt schon in unseren Schlafsäcken. Tja, was soll man sagen? Bequem ist es nicht wirklich. An Schlafen ist wahrscheinlich noch lange nicht zu denken. Aber wir machen mal die Augen zu und gucken, was passiert. Und ich melde mich dann später bei euch nochmal. Gute Nacht. In this dark night, it's too hard for me to say now if the rays of hope will shine again someday, and if I might be spared as the tempest starts to swell. At this point, it's just too dark to tell. Kaum zu glauben, Leute, aber die Nacht ist um. Nacht 2 ist geschafft und hat sich wieder wirklich wie unendlich angefühlt. Ein paar Mal wieder aufgewacht zwischendurch. Aber das Ding ist halt wieder das mit der Uhrzeit, ne? Wir sind wahrscheinlich relativ früh sogar diesmal eingeschlafen, muss man sagen. Dadurch, dass du immer und immer wieder wach wirst und die Uhrzeit nicht einschätzen kannst, da liegst du da irgendwann wirklich im Dunkeln. Lag ich da gerade 2 Stunden und war schon richtig so unter Strom, weil ich aufstehen wollte. Jetzt geht die Sonne auf jeden Fall da hinten auf. Paul ist auch gerade wach geworden. Und wir werden gleich mal langsam anfangen abzubauen. Aber ansonsten haben unsere Konstruktionen eigentlich ganz gut gehalten. Ja, die Tarps noch aufgespannt, so ein bisschen als Windschutz. Das war eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall habe ich besser geschlafen als gestern, weil, und das war die gute Entscheidung, hier oben zu schlafen, ich glaube, diese Dachpappe lässt nicht so viel Kälte durch wie dieser Beton in der Halle gestern. So, der Rucksack ist wieder gesattelt. Im Hintergrund seht ihr nochmal das Gebäude, in dem wir gepennt haben. Und ja, damit würde ich sagen, endet das Video. Ultra krasser Selbstversuch, wie ich finde. Das Handy habe ich gar nicht so vermisst, wobei ich mich doch freue, gleich mal wieder drauf zu gucken. Ich bin gespannt, ob jemand an mich gedacht hat. Wenn nicht, dann haben wir schon gesagt, dann kommen wir einfach wieder und leben hier. Dann ist das Leben kein Deut wert da draußen. Haut gerne mal in die Kommentare euer Feedback zu dem kleinen Projekt hier. Lasst doch gerne einen Daumen da, wenn wir das Ganze nochmal machen sollen. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, vielleicht kann man das Ganze beim nächsten Mal ein bisschen anders aufbauen. Wenn ihr dann eine Idee habt, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände vielleicht noch weglassen, um das Ganze noch ein bisschen härter zu machen. Und dann werden wir das Ganze bestimmt irgendwann nochmal wiederholen. In dem Sinne, schaut doch gerne bei Paul vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. If these green-eyed blues would lighten up, if my nature would shake this wicked spell, if this midnight sky would brighten up, if
If my ears could hear a voice saying...